Die Genannte wurde aufgrund des Paragraphen 4 des Reichsgesetzes vom 7. April 1933 mit Wirkung vom 1. Juli 1933 an von dem Reichsstatthalter aus dem hessischen Staatsdienst entlassen. Wir ersuchen Sie, Ihre bisherigen Bezüge nur bis Ende September zahlen zu lassen. Frühere Lehrerin an der Braunlux-Schule hat sich aufgrund der Veröffentlichung des Gesetzes über die Einstellung von Ruhestandsbeamten zum Dienst an unserer Schule gemeldet. Sie ist Volljüdin. Sie kommt für unsere Schule als Jüdin zur Einstellung nicht in Frage.